Da eins, da eins, da eins, da eins. Ups, das war falsch. Da eins. Und jetzt kurz das Bett da removen und richtig aufstellen. Bett. So. Habe ich auch noch Cabinets? Cabinets sind F. Ja, habe ich. So, Cabinets. Und da müssen wir nur noch auf die Türen warten. Dann können wir hier die Kaserne auch dicht machen. Needs Cabinet. Okay. Cabinets haben wir zurzeit keine mehr. Uns fehlen auch immer noch Türen. Ja, komm. Tür, 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 Tür und nein, Tür hier. So. Lida ist am Essen und am Arbeiten, hoffe ich mal. Hier wird fleißig ausgemeinert. Die Merch, die Händler sind noch auf der Map, gerade so. Währenddessen gucke ich mal kurz. Ja, was wollte ich gucken? Außer, dass alle fleißig am Trainieren sind, was ich sehr gut finde. Ah ja, ich weiß jetzt wieder, was ich gucken wollte. Iron Anvil, einschmelzen. Einschmelzen, einschmelzen, einschmelzen. Die Anvils können nämlich schon mal eingeschmolzen werden. Wie viel Charcoal haben wir noch? Da haben wir ein bisschen Bars, Copper, Silver, ein bisschen Charcoal. Wir haben nicht... Ah, wir haben noch ein bisschen Charcoal. Deswegen das Smeltery, Mad Metal Object, so viele wie gesmeltet werden können. Und Charcoal... UM Q Make Charcoal 20 Stück mal. So. Holz haben wir ja genug. Wir haben ja sogar Fungiwurzholz und so weiter. Gekauft. So, was machen meine Masons? UM U Construct Building. Oh, die sind immer noch hier oben. Ah ja. I finished the artifact. Oh, it's beautiful. I'll name you after my mother. Und er hat uns ein Eselknochen. Eine Eselsknochenkommode hat er uns gemacht. Eine Eselsknochenkommode, also von höchster Qualität, dekoriert mit Eselsknochen. Es ist übersät mit Stacheln aus Schafsknochen, sehr toll. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Taguk, blablabla, dem Menschen und Ayo Wing des Links, der göttliche Herrscher des Opossum-Teufels in Pferdeknochen. Und der göttliche Herrscher erschlägt den Menschen. Und dieses Kunstwerk bezieht sich auf die Tötung des Menschen durch den Opossum-Teufel, dem göttlichen Herrscher da, in der Prärie der Blumen im frühen Frühling 96. Während Getazusch dem gesplitterten Zusammentreffen, also irgendeine Art von Krieg war das dann wohl. Also ja, seltsame Gegenstände werden hier produziert. Und wir haben noch überall Steine rumliegen. Ja. Ich würde ja am liebsten mal sagen, sie sollen alle Steine hier dumpen. Alle bis auf die hier. Damit sie da nicht mehr so überall in der Gegend rumliegen.
Ja, ich hab genug Eidlast, also könnte ich das mal machen. Hier. Eine Garbage Dump. G. Hinmachen. Und dann über Z. Stone. Nein, Stone ist es nicht. Stocks. Cloth. Dum, dum, dum. Cages, Bins, Boxes. Jetzt muss ich kurz gucken, wo die Steine sind überhaupt. Goblets? Nein. Small Rock. Jetzt muss ich ganz genau gucken. Ich glaube, die werden hier als Rock definiert. Plants, Drinks. Wird langsam wieder etwas mehr. Leaves, Liquid Water, Glob. Ach, Eis. Seeds. Ammunition. Weapons mal kurz gucken. Ich habe ja bestimmte Sachen gekauft, die ich gerne geschmolzen haben möchte. Wie die beiden Warhammer. Die Crossbows können auch mal eingeschmolzen werden. Ammunition nicht. Armor auch nicht. Backpacks, Quivers, Anvils werden eingeschmolzen. Armor Stand, Cabinets, Floodgates, Thrones, Tables. Ich weiß, ich habe noch ein paar Sachen gekauft. Locks habe ich 100 Stück. Stones. Dump, 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 Dump. Stones, Rough Gem brauchen nicht und die auch nicht. Cut Games, Blocks, Chains, die Pigtail Fiber Ropes, Cages. Ja genau, Cages, die Kupferkäfige können eingeschmolzen werden. Boxes and Bags, Bins, nein, nein. Buckets, nein. Mechanismen, nein. Spiked Reindeer Bone Ball. Okay, was auch immer. Jede Menge Waterskins. Tools. Ah, da fallen die Pots drunter und die Wheelbarrows. Steel Trumpets, Steel Harps können eingeschmolzen werden. Crowns haben wir nichts zum Einschmelzen, Ringe auch nicht, Ohrringe auch nicht, das ist alles Zeug, was wir selber hergestellt haben. Corpses, Bodyparts, Überreste, okay. Damit wäre das schon mal erledigt, da muss ich nur noch in die Designation gehen und unter den Item Properties das Dumpen removen von den Stein hier auf der Seite und den Stein auf der Seite. So. So, jetzt werden die Leute hier überall rumlaufen und Steine einsammeln und die dumpen. Gibt hier ja mehr als genug und dann haben wir mal die Arbeitslosenzahl runter gedrückt. Gut. Was kommt als nächstes? Gucken, was die Masons machen. Building Constructen. Das hat immer noch Priorität hier oben. Und wir vermissen immer noch einen Farmer, oder? Ja, zu ihm hinzoomen können wir nicht. Zum Building können wir auch nicht. Nö. Schade. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Na, entweder wird er sich finden oder auch nicht. Du bist dabei, Objekte zu schmelzen mit der Charcoal, die wir noch haben. Und du schläfst. Okay.
Finde ich alles ganz gut soweit. Was sagt der Jobmanager? Türen werden konstruiert, wird alles gemacht. Gut. Und die Zwerge holen von hier überall Felsen ab. Ja. Was auch immer ich jetzt getan habe, es ist ulkig. Ich habe hier aber nirgendwo noch eine Dampfzone, nein. Gut. Du machst schön Klopfsachen. Was nimmt der Stockpile eigentlich noch auf? Coins, Bars, Gems. Habe ich so viele Gems hier? Ach nee, ich habe hier auch noch die ganzen Steinblöcke. Genau, schafft die Steine aus der Shooting Range und so weiter und aus dem, aus unserem Speisesaal, aus den Quartieren. Schafft man die ganzen Steine raus. Gut. Oh, wir haben noch zwei Betten da rumstehen. Das wundert mich aber. Ich habe doch alle Betten jetzt verteilt. Sogar eins aus Fungiwood, wenn ich da gerade richtig sehe. Ja. Ne, Tower Cap Bett. Das sieht mal schick aus. Schön weiß und so. Ja, langsam wird's hier alles. Wer bist du? Achso, du bist einer meiner Zwerge, die da was rausschleppen. Ja, okay. Was sagen die Vorräte? Trinken steigt langsam wieder. Was sagt die Küche? Wir haben nichts mehr, was wir verbrauen können zurzeit. Dann brauchen wir wieder alles für eine Weile. So. So. Gucken wir mal kurz die Stocks. Die Küche an. Nach den Samen. Purge. Plumpermit spawnen, genug. Pigtail geht. Den Pickup bauen wir gar nicht wirklich an. Caveweed haben wir jetzt mehr als genug. Genauso wie Sweetpots, Rocknuts und so weiter. Gut, das finde ich schon mal sehr gut. Nestboxes und Doors sind noch in Arbeit. Dann gucken wir mal kurz die Craftstores Workshop. Make Rock, dass sie wieder Rockcrafts machen. Weil Stein haben wir mehr als genug, wie man gesehen hat. So. Gut. Irgendwann müssen wir dann auch mehr Coffins hier aufstellen in unserer Grabkammer. Warum auch immer da ein Loch im Refuse Stockpile ist. Ach so, weil ich da die Treppe hatte. Und da erst einen Floor drüber bauen musste. Egal. Sieht auch so gut aus. Mauer schließt sich langsam. Hier unten ist noch ein Stück offen. Dann ist da nur noch ein U da. Ja, und da müssen unsere Leute bald gar nicht mehr wirklich rausgehen. Und bin ich froh, wenn der Pond da fertig gefüllt ist. Wo rennt ihr eigentlich hin? Ach, ihr sackt Fässer ein, nehme ich an. Okay. Könnt ihr noch machen, habe ich nichts dagegen. Plumpermits kommen immer noch gut rein. Wie viel haben wir von denen eigentlich mittlerweile? Plumpermits? Ah, geht langsam.
Okay. Da schlafen ein paar Zwerge, das ist gut. Ja, ich habe die Leute, ich treibe die Leute gerade in den Wahnsinn, indem ich sie einen Haufen Steine dampfen lasse.